das Consolation Final hier bei Virtual Fighter 5. Wir greifen ein bisschen Verwirrung. Wir haben hier den Dario Schwiesel, SCP Rock aus Deutschland, gegen Adnan Yuki aus den USA. Ja, die beiden haben sich im Viertelfinale durchgesetzt. Darius hat sich gegen seinen deutschen Mitstreiter Bora durchgesetzt, auch unter dem Rinpuchan. Und Adnan gegen den Singapurinesen, Tetra. Ja, dann leider Gott beide im Halbfinale verloren und dass jetzt nur ins Consolation Final gekommen sind. Aber wir erwarten mal schön spannend. Es geht hier gleich los. Sehr ausgeglichen. Beide gehen weit runter. Wir haben zwei total verschiedene Kampftypen. Wir haben einmal Jeffrey McWhite, den Amerikaner, der ein Throwing-Character ist. Das heißt, er macht viele Grabs, er macht sehr harte Punches und hat den ersten Kampf gewonnen hier. Und auf der anderen Seite haben wir einen klaren Techniker, also den Lei-Fei, Shaolin Kung Fu. Und wir sehen, was er hier durchsetzt. Aber bislang macht das der Army sehr, sehr gut. Er hat ja wirklich eine wunderschöne Angriffsserie gelandet und hat einen kaum Chance lassen. Jetzt sehen wir, das ist ein Throws, da sehen wir ihn. Und das wird ordentlich wehtun. Nein, schön rausgekommen, schön den Grab. Komm, und jetzt setzt er nach, jetzt kann er nachsetzen. Er muss halt von der Wand weg. Wenn eine Wand steht, weil er drauf bekommt, dann wird er einfach hier untergehen. Und denk mal, jetzt haben wir das 2-0. Auch die zweite Runde ging also an den Amerikaner. Layfei liegt also noch ein bisschen hin. Da muss Deutschland auf jeden Fall noch ein bisschen mehr in die Offensive gehen, noch ein bisschen mehr zeigen. Das war gerade sehr schön. Schön im Grab gesetzt, schön Opener. Schön geblockt, aber auch von Jeffrey McWhite. Ja, wir haben ein bisschen lang im weiteren Verlauf des Turniers sehr, sehr viele schöne Opener gesehen von Darius. Und wenn man sie jetzt bringen kann. Aber jetzt ist er da dran. Schade, den Grab verfehlt. Jetzt hat er gesetzt und sehr K.O. Schön. Erster Punkt sehr schön. Für Deutschland. Wir spielen hier im Best of Three, das heißt auch nach diesem Match ist noch nichts gewonnen für den Amerikaner. Wieder Opener gesteigert an der Wand und jetzt kriegt er ordentlich was. Und wieder an der Wand. Er muss weg von der Wand. Aber ist excellent! Excellent für die USA. Ah, super Combo, wunderbar geopend. Er konnte die Schläge nicht blocken, der war an der Wand, war gesteigert und war einfach unten. Schöner Opener von Layfei, allerdings wurde er danach gesteigert. Jetzt kriegt er auch gute Kombos rein. Ja, das war ein sehr schöner, ein bisschen komplizierterer Grab. Und jetzt muss er ja wirklich einiges raus, weil er schon die halbe Nächste und das ist gegen Jeffrey sehr gefährlich, weil er mit einigen Punch-Kombos schon wirklich einiges weghauen kann. Aber jetzt schön in den Angriff reingekommen. Gestaggert. Jeffrey setzt nicht einmal nachgesetzt, einmal nachsetzen. Er hat den nächsten Punkt. Schau! Das war knapp, das war wirklich knapp. Das war also so geht knapp. Auch diese Runde an den Amerikaner. Ein Punkt, es geht wirklich nur um einen Punkt. Jetzt hier, kleiner Schlagabtausch. Man muss halt sehen, dass die einzelnen Hits von Jeffrey wesentlich mehr Damage machen als die einzelnen Hits von Layfei. Und jetzt ist er wieder an der Wand. Sehr hat ihn auch den Boden da bekommen, weggerollt, aber nicht ganz geschafft. Den Hit und das ist das 1-0 in Sachen Matches für den Amerikaner. Hat